Halt's Maul, du Allmann. Sauerkohlfresser? Mensch, das war aber nett. Ja, das habe ich jetzt gelernt, das stimmt. Balla, balla. Seid keine Allmanns und lasst einen Like da. Und für Abo küsse ich euren Augen. Hallo Baby, ich küsse dein Augen. Wir machen heute wieder Jugendsprache raten. Ihr wisst ja, wie das geht. Wir müssen raten, was ihr quatscht und wir wieder nicht verstehen. Jetzt geht's los. Lit. Lit. Was ist ein Lit? Lit. Was ist Lit? Lit. Das kann ich mir überhaupt nicht von dir vorstellen. Aber nicht im blassen Zimmer, da wüsste ja niemand, was Lit heißt. Lit. Ich hab gelitten. Ist es ein Bier? Hm? Bier. Leider vielleicht, weiß ich nicht. Gib mir mal, hol mir mal ein Lit. Und nett oder nicht so nett oder das ist doof. Jetzt machen wir ein Lit. Nee, das ist auch scheiße. Scheiße. Nee, weiß ich nicht. Er litt. Wir leiden, litten, wir litten. Hallo Baby. Jetzt machen wir ein Lit. Einkauf? Ein bisschen, klein. Geschenk? Oder lass mich in Ruhe, lit me. Ein Brief? Lit ist eine Abkürzung für irgendwas. Leben ist toll. Es wird benutzt, um eine Sache positiv zu beschreiben, wie zum Beispiel cool, abgefahren oder Leben ist toll. Ja. Wir sind lit. Sei nicht böse, aber ich muss doch nachher ein Krankenhaus aufsuchen, um mir eine Beruhigungsspritze zu geben. Oh, look, an ambulance. Hey, das war lit. Wie würdest du sagen in deiner Sprache? In meiner Sprache würde ich sagen, cool sage ich auch, das ist gut, das ist cool. Das war grandios, toll, wundervoll. Es war lit. Oh, das ist ja hier wie in der Schule. Zingay oder Zingay oder Zingay? Kringe. Kringe. Ja, Kringe. Kringe. Dicke Augen. Morgens, wenn Opa aufsteht, hat er auch Kringe. Was soll das heißen, Kringe? Denke ich an die Kringel, ja. Und das sind die Brezel, ja. Ringe. Ringe. Schmuck? Kriege dich oder irgendeine Ringe. Was Hartes? Man spricht das Englisch aus. Cringe. Cringe ist irgendwas, was ne? Was so knackt, wenn es lutscht oder beißt. Oh, du bist cringe. Da muss man aber wirklich viel Fantasie haben, um darauf. So viel Fantasie habe ich nicht. Cringe? Like, heißt das, du bist arrogant? Du bist eingebildet? Kringelin. Nicht, dass du alles besser weißt, aber. Keine Ahnung. Es ist ein Ausdruck, um zu zeigen, dass etwas peinlich ist. Mir ist nie was peinlich. Wenn ich sage, halt's Maul, dann ist das richtig. So. Ich küsse dein Auge. Ach, du liebe Zeit. Hallo Baby, ich küsse dein Auge. Das rechte oder das linke? Man ärgert sich vielleicht über irgendwas und dann sagt man, ich küsse dein Auge. Ja, was soll denn das nur heißen? Wir haben immer früher gesagt, du hast nur Mauljucken. Könnte man einem Mädel sagen? Der erste Blick. Ich mag dich. Ich stehe auf dich. Ich bin verliebt. Irgendwie ein Kompliment, würde ich sagen. Hm? Oh. Ich küsse dein Auge, das ist schön. Wenn ich jetzt eine Freundin habe, die macht mal und ich sage, küsse dein Auge, dann denkt die, ich hab nie alle 5 Tassen im Schrank. Die für Balla Balla. Allmann, mir kommt als erstes Allemann. Machen wir alle zusammen, Allemann. Allemann an Bord. Ja, wieder ein bisschen bekloppt, bist nicht ganz dick in deiner Birne, bist wirklich ein Idiot. Irgendein Mann, der irgendwas toll gemacht hat, Allmann. Allwissend, all nicht. Allemann lachen. Das ist jetzt Arabisch, ja. Alter Mann. Der Knacker oder was, so wie ich. Na, vielleicht bedeutet das auch so ein bisschen so, naja, spießig oder auch mal. Ja, zu präzise, zu pingelig, also eben Allmann. Allmann, Deutscher? Ja! Deutscher, ne? Wir sind jetzt ein Saraden, toll. Also früher haben sie zu uns Sauerkohlfresser gesagt, jetzt sagen sie zu uns Allmann. Ein Spießer. Bist du ein Allmann? Ja. Nicht immer.
Also mit Handschuhe irgendwo auf der Liege, wenn ich da raus bin, wäre mir zu blöd. Ein bisschen spießig bin ich auch. Bei mir muss zu Hause alles richtig sein. Ich bin so typisch deutsch. Um 9 Uhr wurde gefrühstückt. Ach, guten Morgen! Punkt 12 wurde Mittag gegessen. Um 2:30 Kaffee und um 18 Uhr Abendbrot. German, hello? Corner. Wäre das auch so gesprochen? Corner? Was ist ein Corner? Sag du. Ja, ich weiß es ja nicht. Corner vielleicht Cornflakes machen. Ich Corner gerne. Oder Corner. Vielleicht will man seine Laufbahn damit erhöhen. So stelle ich mir das vor, Karriere zu machen. Corner ist Ecke, ja, beim Fußball zum Beispiel, ja. Und Corner sich in die Ecke stellen? Eckensteher. An der Ecke rumstehen? Wir stehen an der Ecke und wir quatschen und dann entwickelt sich was. Wir cornern. Richtig, also an einer Straßenecke herumlungern und trinken. Das heißt es. Ach, guck mal, das ist der ganze Unterschied, was ich jetzt gesagt habe. Ne? Ich habe da mehr Karriere, aber das ist ja schon außerhalb der Karriere. An der Ecke stehen und saufen und was nicht alle. Finde ich entsetzlich. Da bin ich denn in Eimern. German, hello. Ach, guten Morgen. Leute, das war Jugendsprache raten. Nehmt euch in Acht. Oma und Opa verstehen das bald. Ja, das habe ich jetzt gelernt, das stimmt. Man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu. Abo, Däumchen, Glocke und ihr seid eine coole Socke. Tschüss. Opa geht jetzt eine Runde Cornern.